Heute, meine Lieben, möchte ich euch etwas über die Akasha-Chronik erzählen. Hört einmal. Die Akasha-Chronik, sie ist wie eine Bibliothek, wo man Bücher finden kann. Hier findest du Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Also alles Lebendige, ob Menschen, Pflanzen oder Tiere. Alles ist im Besitz der Akasha-Energie. Das hat nichts mit Religion zu tun. In der spirituellen Arbeit betrachten wir es als Schwingungsfeld der Liebe. In diesem Energiefeld sind alle unsere Erfahrungen und Erlebnissen des Lebens, der vielen gelebten Leben im aktuellen oder vergangenen gespeichert. Man kann sagen, es ist wie eine Festplatte. Akasha. Akasha bedeutet Himmel, Raum und Äther. Hier findet man alle Informationen, die man braucht, die man wissen will. Fragen, zum Beispiel zu deiner Familie oder persönlichen Beziehungen. Aber auch über Beruf oder langwierige Krankheiten und vieles mehr. Jede Seele macht eine eigene Reise. Die Reise ist dein jetziges Leben. Ich bin in der Lage, deiner Reise zu folgen. Ich schaue und kann deine Fragen beantworten. Hast du Kummer? Zum Beispiel in deiner Liebesbeziehung oder in Familienangelegenheiten oder im Beruf oder in anderen Unannehmlichkeiten? Egal, um welches Thema es sich handelt. Ich finde es in der Akasha-Chronik. Ich kann dir helfen, die Wahrheit zu finden, um es dir dann zu sagen, ehrlich und zuverlässig. Ruf mich an, ich freue mich auf dich. In lichtvoller Liebe, Deria.